Madalena é uma figura da Bíblia, é uma mulher. Madalena ist eine Frau, die kommt aus der Bibel und sie ist so eine kontroverse Figur, weil viele sagen, dass sie auch Evangelium geschrieben hat, die Texte geschrieben hat. Sie ist eine Frau, die an der Seite von Jesus stand, die immer, die Kirche sagt, dass sie immer unter knien musste und die interessiert uns nicht wegen der religiöse Teil, sondern weil sie diese kontroverse Figur ist, diese Frau. Tirar da história, essa figura nos interessa, não pela religião. No trabalho da gente, a gente tá querendo. Uns ist wichtig, weil diese Frau, um zu forschen und zu fragen, was ist diese Rolle, die Gesellschaft von uns erwartet. So eine Frau, die einerseits eine Heilige sein sollte, zu Hause eine Heilige sein sollte, auf der Straße eine Prostituierte sein sollte, sexy sein sollte und andererseits auch so eine Art Hexe, die auch ihr Wissen hat und Wissensträgerin ist. So, dass diese Rolle zwischen Heilige, sexy und Hexe. A fascinação desse teatro é ter como fundo, como base, um desejo de mudar o mundo, de mudar a realidade. A fascinação desse teatro é ter como Grundlage zu haben, dieses Wunsch, die Welt zu verändern, die Situation zu verändern. Adentro. Eu sou a Bárbara Santos, sou socióloga de formação e trabalhei 20 anos no Brasil com o criador desse método. E vivo em Berlim há 3 anos e aqui em Berlim dirijo uma casa de teatro, um espaço de teatro que chama Espaço Coringa. Ich heiße Bárbara Santos. E sou ich bin Soziologin, so Ich bin Soziologin und habe auch 20 Jahre mit den Erfindern dieses Methoden Theater Forum Theater 20 Jahre mit dem gearbeitet in Rio und bin in Berlin aber jetzt seit 3 Jahren und habe auch ein Theaterwerkstatt in Berlin, das Theaterwerkstatt Coringa. Es ist eine Chance, dass wir Themen in so einem Stück zeigen, die einen gesellschaftlich relevanten Kontext hat. Und
man ist verballert von Fernsehen, Zeitung und Literatur und Hollywood, Film, dass man immer nur die Oberfläche sieht und denkt, man lebt in einem... Man kann alles kaufen, man kann alles sich, also man kann sich bedienen. Forum Theater ist eine Methode im Rahmen des Theater der Unterdrückung, der in Brasilien erfunden wurde, gegründet wurde in den 70er Jahren, und das wurde ergründet, um einen Dialog zu schaffen, um die Welt zu verändern oder Situationen zu verändern. September 11. bis 16. September findet das internationale Festival Madalenas. Da kommen ja Madalenas aus verschiedenen Ländern, die hier in Berlin auch in Madalenas arbeiten werden. Und es gibt ja verschiedene Aufführungen. Und wir wollen euch alle einladen, die diese Videos zuschauen, am 11. September in Theatrum Madalenas Berlin anzugucken. Ich finde gerade in den religiösen Kontext, dass so eine kontroverse Figur, so eine starke Frauenfigur, die immer an Rand stehen muss, die kann viele Fragen werfen, und die ist ziemlich spannend. Madalena bearbeitet Themen von Frauen, und zwar so, dass wir alle bestimmt eigene Erfahrungen wiederfinden können, und wir können nachher auch eingreifen sozusagen. Wir können selber andere Auswege vorschlagen.